Bienvenue mes amis pour une nouveau vidéo de moi, Bazin AD. Et je jouais Emergency 2012. Und damit herzlich willkommen auf Französisch zu Emergency 2012 und wir spielen die Kampagne weiter. Letztes Mal ging der Kölner Dom ja nicht. Huch, ich habe so Kampagne. Und deswegen habe ich das normal gespielt und lag eine Sekunde hinter dem Zeitlimit von 4 Minuten. Und damit wurden mir 0,07% abgezogen. Und jetzt habe ich nur eine Silbermedaille, was voll der Scheiß ist, ey. So, Mission starten. Extremen Unwettern über Paris sind große Teile der Stadt verwüstet. Der Eiffelturm ist zusammengebrochen. Als Folge kommt es immer häufiger zu Ausschreitungen und Übergriffen. Vor der Ruine des Eiffelturms findet gerade eine Versammlung gewaltbereiter Demonstranten statt. Verhaften Sie die bewaffneten Rebellenführer. Ja. Okay, auf jeden Fall hatte ich mir vorher eine Fail-Aufnahme gönnen müssen. Daher wusste ich, dass das Französisch ist und deswegen, also dass Paris ist und deswegen habe ich hier auch die Einloggung in Französisch gemacht. Dann wisst ihr das jetzt auch. Auf jeden Fall wollte ich noch was ansagen. Ich kenne die ersten Missionen bis Matterhorn. Matterhorn kenne ich auch, aber wenn ich da alle Ziele erfüllt habe, fehlt immer noch eine Person, die vermisst wird, und ich suche mal die gesamte Karte ab und der Rettungshund findet einfach nichts, verbrennt, stirbt irgendetwas und es geht nicht weiter. Deswegen muss ich gucken, ob ich dann erstmal ein freies Spiel aufnehme und dann eine Pause mache. Entschuldigung. Also der Eiffelturm sieht nicht so gesund aus. Ah, unsere Startfläche. Dann fangen wir doch mal an. So. Den. Ich cheate mal ein bisschen. Den komme ich hier hin. Was gibt's? Hier, da sind die Gewaltmenschen. Der fährt hier Okay, hin. unser Ziel sind die drei bewaffneten Rebellsführer der Demonstration. An die müssen wir erstmal rankommen. Damit Der wir Wasser fährt gleich werfen, können wir die mit. Demonstranten auseinandertreiben. Sie sollten den Wasserwerfer in der Nähe der Der fährt Demonstranten hier hin. positionieren und ihn dann einschalten. Der hier ist übrigens extrem langsam. Bin unterwegs. Bestätige.
Rädelsführer sind bewaffnet. Sie sollten Blendgranaten einsetzen, um sie kurzzeitig außer Gefecht zu setzen. Rüsten Sie Ihre Schützen mit Blendgranaten aus. Damit Sie einen Rädelsführer festnehmen können, sollten Sie ein paar Ihrer Polizisten mit Handschellen ausrüsten. Roger. Sie den festgenommenen Rädelsführer zum Mannschaftstransportwagen. Okay. Oh oh. Das ist nicht gut. Natürlich werfen die mit Molotow-Cocktails. Einige gewalttätige Demonstranten setzen Fahrzeuge in Brand. Nehmen Sie die Brandstifter fest. So. Der verhaftete Rädelsführer wird im Polizeifahrzeug automatisch zur Polizeistation transportiert, sobald das Fahrzeug. Der muss auf jeden Fall dahin. Achtung! Im Einsatzgebiet sind Brände ausgebrochen. Sofort löschen. Ups. Die sind okay, die sind okay. Schläuche. Die rappeln sich alle auf. Sisse. So. Die drei löschen. Warte, so, die alle laufen. Der Wasserwerfer positioniert sich näher. Blendgranate werfen, Handschellen festnehmen und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf einen bewaffneten Rädelsführer, um die Blendgranate zu werfen. Handschellen dann mit einem Polizisten fest, solange er betäubt ist. Festnehmen. Wo rennen die hin? Der Feuerwehrmann kommt mit dem Schlauch nicht nah genug an das Zielobjekt ran. Was gibt's? Was gibt's? Der Feuerwehrmann kommt mit dem Schlauch nicht nah genug an das Zielobjekt ran. Sofort. Achtung, eine Einsatzkraft wird angegriffen. Aufpassen, dass sie nicht verletzt wird. Bin unterwegs. Ja? Roger. So. Das müsste jetzt geklärt sein. Der positioniert sich hier und macht sich bereit für den letzten Akt. Den letzten Rudelführer bewerfen. Handschellen. Ihn. Oh.
Oh, sie sind alle geblendet. Schnell weg, schnell weg. Du setz dich rein. Mittlerweile machen wir dann hier mal sowas Spezielles. Ich nehme das vor, du nimmst hier eine Straßensperre und du ebenso. Ich mache hier nämlich jetzt eine Straßensperre hin. Jetzt, wo sie die Redelsführer festgenommen haben, ist die Demonstration wohl zu Ende. Sie haben alle bewaffneten Redelsführer abtransportiert. Die Demonstration sollte jetzt friedlich verlaufen. Gut gemacht. Roger. Was gibt's? Oh, das ist am besten nicht gut. Das Elektrozentrum. Plünderer. Der hat anderes zu tun. Ah ne, jetzt. Die Plünderer sind mit einem Transportfahrzeug ins Einsatzgebiet gekommen. So, dann schwenke ich mal wieder rüber. Rüsten Sie einen Polizisten mit einer Straßensperre aus. Achtung! Im Einsatzgebiet finden Plünderungen statt. Nehmen Sie alle Plünderer fest und transportieren Sie sie ab. Was gibt's? Bin unterwegs. Ja, los geht's. Schon unterwegs. Was gibt's? Bin unterwegs. Beobachten Sie das Einsatzgebiet genau und schätzen Sie ab, auf welchen Wegen das Fahrzeug der Plünderer das Einsatzgebiet verlassen könnte. Sperren Sie alle möglichen Fluchtwege mit Straßensperren und nehmen Sie dann die Plünderer fest. So, dann nimmt sie noch einen. Nee. Ihr vier. Schellen. Gucken wir, was hier los ist. Wo war das? Hier. Ach, da. Plünder. Ich sehe da noch was. So, ja, hier die. Bewegen sich auch mal hier hin. Kann er ihn noch ins Auto. Ja, einer ist noch. Einer findet noch Platz. Und ich sehe, wir müssen ganz schnell mit der Feuerwehr agieren. Denn dort ist ein Feuer ausgebrochen. Und die Feuerwehr, die hier zugange ist. Ihr plus er einsteigen und zwar Ratze, Fatze, Katze. Nein! Oh Gott, der fährt jetzt weg. Na gut, egal, dann stellt ihr euch hier zu denen. Und was machen sie? Alles nicht mehr. So. Da war mein Emergency gerade weg. Wurde es abgestürzt. Und ich kriege Nachrichten auf Skype. Ihr müsst nicht nachgucken gehen, keine Sorge. Okay, sie gehen nochmal rein. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit. Um hier die Leutchen so sagen. Es ist wie Basin HD sagt. Remco sagt. Hier, alles löschen. Und
derweil hier. Oh ja, hier. Der Freund meiner Mutter stöhnt und ich weiß, was los ist. Ich verpasse nämlich jetzt gerade in diesem Moment das Testspiel Deutschland-Kolumbien. Da kommt er. Okay, die Personen sind noch alle da drinne. Dann kann der dahin fahren. Obwohl, den hier kann ich auch da reinstecken. Dann steigen hier die Leute ein, außer er. So. Da sind die Leute. Sie plündern noch mehr. Verstanden. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? Verstanden. So. Sehr gut. Sie haben alle Brandstifter abtransportiert. Schon unterwegs. Damit ist die Lage im Einsatzgebiet wesentlich entspannter. Höre. Schon unterwegs. Ah, das waren Brandstifter. So, und jetzt, wo der hier drin ist. Ah, da passen zwei rein. Okay, dann, hier. Fahrt ihr. So, der ist drin. Die sollen doch mal dahin kommen. Ich hoffe jedenfalls, dass sie hier abbiegen. Auf jeden Fall hier, die Straßen sind dicht. Der Feuerwehrmann kommt mit dem Schlauch nicht nah genug an das Zielobjekt ran. Na gut, egal, ich bin jetzt hier erstmal. Ich glaube, ich sollte mal mit der Polizei dahin fahren. So, und hier sind ja Ja. Leute drinne, die versperren jetzt noch mal da. Schon unterwegs. So, da. Perfecto. So. Was gibt's? Hier. Zu Befehl. Du kannst dich auch mal dahin Auf dem Weg. verpissen. Ja? Der fährt mal hier Schon hin. unterwegs. Ja? Schon unterwegs. Schon Warte, unterwegs. geh du hier Höre. hin. Höre. Und ihr durch den Feuerlöscher. Jetzt kommen sie alle nacheinander raus. Ja, und sie sind noch nicht fertig. Das ist jetzt immer hier ein bisschen komplizierter. Geht. Rennen. Kann die mal weggehen von dem Auto? Was ist das für eine bekiffte Frau? Also, er.
Die löschen mal dahin. Ja. Kannst du dahin? Nein, nein, nein. Da. Nein, du. Auf dem Weg, schon unterwegs. Du warst ja doch gerade schon. Oh Gott. Boah, Mann, ich habe meinen Skype-Status auf beschäftigt geklickt. Wie kann das bitte sein, dass ich hier Nachrichten kriege? Auf dem Weg. Da ist perfekt. Überlegen Sie sich es anders. Schon unterwegs. Habe verstanden. Höre? Ja. Was gibt's? Sofort. Okay, flüchtet, flüchtet. Wird umgehend durchgeführt. Mann, können die mal ihre Fressen halten? Roger. Boah, Junge! Meine Damen und Herren, meine Ex-Freundin, die super findet, mich voll zu spammen, wenn ich mal da bin. Oder ich wurde zu einer Konversation mal wieder hinzugefügt. Was gibt's? Ja? Mann! Wird umgehend durchgeführt. Ich hasse Skype dafür, dass sie das jetzt so skrupellos einfach gemacht haben. Einfach hier so. Die sollen mal hier zur Barrikade fahren. Bin unterwegs. Ach Gott, ey. Ja, sofort. Höre. Auf dem Weg. Ja? Ja? Höre. Bin unterwegs. Wisst ihr, wie nervend das ist? So, warte. Ich mach mal kurz hier, Stopp. So. Da sind wir. Und wir haben den Einsatz einfach mal verkackt. Weil. Die Aufnahme ist für den Arsch, Mann. Die Aufnahme ist für den Arsch. Weißt du, ich müsste nur noch die hier weg transportieren, den einfachen Brand hier löschen. Und dann wäre ich fertig gewesen. Jetzt entkommen diese Drecksack-Huren-Söhne. So einen Hüre. Ja? Und ihr... Könnt ihr mal bitte alle markieren? Ja? Nicht nur einen? Was ist an dem anders? Wird umgehend durchgeführt. Ihr steigt da jetzt ein.
Ach, der wurde umgefahren. Ja. Gut, dass es einer ansieht. Jawohl. Na gut. Dann lassen wir eben noch hier so zwei Dinger hier hinfahren. Nee, Leute, wisst ihr, dafür habe ich echt kein Verständnis. Ihr wisst ja, wie die Mission ausgehen würde. Ich müsste den jetzt ja noch abtransportieren. Die müsste ich festnehmen eigentlich. Vielleicht schaffe ich es auch noch. Schnell alle Handschellen nehmen. Sie trauen sich nicht aus dem Einsatzgebiet. Egal, ihr wisst, wie es ausgegangen wäre. Die hätte ich festnehmen müssen. Das hätte ich löschen müssen. Den hier hätte ich versorgen müssen. Und ich hatte auf den Pause-Knopf gedrückt. Nee. Nee, ich bin durch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.